Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Tech Technology Insights, die 21. Ausgabe, die wir Ihnen heute präsentieren dürfen. Wir haben natürlich wieder ein neues Thema mitgebracht. Das Thema, das wir heute mitgebracht haben, ist Pillar 2 und hier die IT-Umsetzung von der globalen Mindestbesteuerung in einer Softwarelösung von der FESB GmbH, nämlich in DevTex. Wie immer habe ich mir dazu eine Gruppe von Experten mitgebracht. Ich habe einmal den Thomas Borchmann mit dabei, Geschäftsführer von der FESB GmbH. Dann habe ich den Andreas Kowalik mit dabei, Partnerkollege aus München, und den Nils Irmer, den Senior Manager bei uns im Team, den Sie wahrscheinlich auch schon aus dem einen oder anderen Webcast kennen. Ja, wir haben eine volle Agenda für Sie heute mit. Die würde ich Ihnen nochmal kurz auch zeigen. Wir fangen an mit ein bisschen Theorie. Sie kennen ja unsere Reihe. Wir machen immer am Anfang ein bisschen Theorie und dann den zweiten Teil wirklich eine Live-Demo der Software. Das heißt, wir fangen an mit ein bisschen Theorie zur OECD Säule 2, zum Umsetzungsplan und auch zum Kurzüberblick inhaltlich, worum geht es überhaupt. Zeigen Ihnen dann den Deloitte-Projektansatz zur OECD Pillar 2 und gehen dann wirklich in die Live-Demo rein, in die DevTex-Lösung und in das Pillar 2-Modul und haben dann am Ende auch nochmal Zeit für Fragen. Wir sind relativ viele Teilnehmer, deswegen würde ich davon ausgehen, dass doch die eine oder andere Frage heute kommt. Nutzen Sie dazu gerne die Chat-Funktion oder die Q&A-Funktion bei uns hier im Webcast. Wir sammeln das dann immer so ein bisschen und versuchen, die zwischendurch zu beantworten. Wenn die Zeit nicht reicht, dann würden wir einfach die Fragen mit aufnehmen und auf die einzelnen Fragesteller dann im Nachgang nochmal auf die einzelnen Fragesteller zugehen. Gut, der Webcast wird aufgezeichnet, wie immer. Das heißt, Sie können sich nachher das Ganze auch nochmal angucken oder an Kollegen dann auch noch weitergeben, die es vielleicht heute nicht geschafft haben. Und damit würde ich jetzt sagen, genug der Einleitung. Und ich würde an den Andreas Kowalik übergeben, der jetzt anfängt mit der Umsetzung von OECD Säule 2. Ja, vielen Dank, Rainer. Mein Name ist Andreas Kowalik. Ich bin Partner bei Deloitte im Bereich Tax Management Consulting. Mein Tätigkeitsschwerpunkt sind die Automation von laufenden und latenten Ertragssteuern sowie ERP-Einführungsprojekte. Viele von Ihnen kennen mich auch aus Vorträgen und Veröffentlichungen zu Zukunftsthemen in der Besteuerung sowie zu Tax Compliance Management Systemen. Im Folgenden gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick zum Inhalt von Säule 2 sowie zum geplanten Zeitplan. Was ist jetzt der Kontext für die beiden Säulen? Ganz kurz. Das aktuelle internationale Steuerrecht entstand in einer analogen Welt und eignet sich nur noch sehr schlecht für eine digitale Wirtschaft. Im Auftrag der G20 hat die OECD zur globalen Reform hierzu dieses sogenannte Zwei-Säulen-Modell erarbeitet, das Sie oben auf der Seite in der Übersicht sehen. Säule 1, Pillar 1, plant eine Ausweitung und Neuverteilung von Besteuerungsrechten zwischen Ansässigkeits- und Marktstaaten. Die Säule 2 plant eine Mindestbesteuerung aller Großunternehmen. Unser Fokus ist heute hier die Säule 2. Großunternehmen sind Unternehmen mit einem Konzernumsatz über 750 Millionen Euro für die Zwecke, die schon einen länderbezogenen Bericht multinationaler Unternehmen erstellen. Wie ist jetzt der Zeitplan für die Umsetzung von Säule 2? Details dazu finden Sie in der Mitte, auf der unteren Teil da in der Mitte. Am 20.12.2021 hat die OECD ihre Mustervorschriften zur globalen Mindestbesteuerung, formal bezeichnet als Global Anti-Base Erosion Rules, GLOBE abgekürzt, von 15% veröffentlicht. Das sind rund 70 Seiten und hierzu letzte Woche noch ihren Kommentar mit nochmals 228 Seiten vorgelegt. GLOBE umfasst vom Grundsatz her, wie gesagt, rund 800 deutsche Unternehmen. Am 22.12.2021 hat dann die EU-Kommission ihren Entwurf einer EU-Richtlinie zur Umsetzung der OECD-Mustervorschriften ins nationale Recht der Mitgliedstaaten veröffentlicht. Das sind wiederum 72 Seiten. Dieser folgt den OECD-Mustervorschriften sehr, sehr streng. Für Unternehmen mit Sitz in der EU ist dies das führende Regelwerk und nicht Säule 2. Wir benutzen heute die Begriffe GLOBE, Säule 2, Pillar 2 oder EU-Richtlinie, meinen aber damit immer die geplante deutsche Umsetzung der für Europa und Deutschland dann auch geltenden EU-Richtlinie. Sie sehen unten, die offizielle Konsultationsfrist zum Entwurf der EU-Richtlinie endete am 16.03.
In der letzten Woche gab es auf dem ECOFIN-Meeting unter der französischen Ratspräsidentschaft hierzu noch keinen Kompromiss zur EU-Richtlinie. Dieser wird aber noch im Frühjahr 2022, vor allen Dingen im Hinblick auch auf die Wahlen und das Ende der französischen Ratspräsidentschaft am 30.06. erwartet, damit die EU-Richtlinie noch bis zum 31.12.2022 ins nationale Recht umgesetzt werden kann. Es kommt also voraussichtlich nicht zu einer Verschiebung des Umsetzungszeitpunkts. Die Richtlinie soll dann allerdings erst oder sollte ursprünglich ja erst ab dem 01.01.2023 anzuwenden sein, was aber jetzt wohl politisch, was sich abzeichnet, auf Jahre nach dem 31.12.2023 verschoben wird. Das heißt, das wäre dann ab dem 01.01.2025 für Unternehmen, deren Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht. Also ein Jahr mehr Zeit als vor zwei Wochen noch gedacht. Was sind jetzt wichtige neue Konzepte, die wir heute behandeln werden und die Begrifflichkeiten dazu? OECD Säule 2 führt eine neue Mindestbesteuerung von 15% auf eine eigene Bemessungsgrundlage ein und nutzt völlig neue Begriffe, die Sie hier auf der Seite nochmals sehen. Wir zeigen Ihnen gleich die Details noch dazu. Das Ziel von OECD Säule 2 ist, jeder Gesellschaft, in jeder Konzernjurisdiktion eine effektive lokale Besteuerung von 15%, entweder über eine Income Inclusion Rule, abgekürzt IIR, oder eine Under Tax Payment Rule, abgekürzt UTPR, zu erreichen. Bei der Income Inclusion Rule handelt es sich um diese neue Top-Up-Tax, das heißt eine neue Nachbesteuerung auf der Ebene der Konzernmutter. Bei der Under-Tax Payments Rule handelt es sich um eine Streichung eines lokalen Betriebsausgabenabzugs. Diese Regel heißt zwar immer noch Under-Tax Payment Rule, hat sich aber in den letzten Wochen oder Monaten immer mehr hin zu einer Under-Tax Profits Rule entwickelt. Ich übergebe jetzt an den Nils Irmer, der sich zunächst kurz selbst vorstellt und Ihnen dann einen Überblick zur OECD Säule 2, insbesondere heute mit einem Schwerpunkt für die Besteuerung, gibt. Ja, danke Andreas. Mein Name ist Nils Irmert, ich bin Senior Manager in der Service Line Tax Management Consulting bei Deloitte und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit den Themen Tax Accounting und Tax Reporting und würde gerne starten mit einem Kurzüberblick über das Besteuerungsregime, wie es eben in dem EU-Richtlinienvorschlag bzw. in den OECD Model Rules dargestellt wird. Grundsätzlich ist es hier tatsächlich aus einer akademischen Sicht heraus auch sehr interessant, dass nicht das weggegangen wird vom klassischen Ermittlung, von der klassischen Ermittlung einer Bemessungsgrundlage, auf die ein Steuersatz angewendet wird, sondern das Schema sieht vor, dass zunächst das Globe Income ermittelt wird, beziehungsweise die Covered Taxes, und daraus ein effektiver Steuersatz ermittelt wird. Ja, das sehen Sie hier in den mittleren drei Säulen. Am Anfang steht hier doch, und hier würde ich gerne auch starten, damit Sie einmal da durchführen, die Bestimmung der sogenannten Constituent Entities. Das heißt, die Regeln stellen darauf ab, dass Constituent Entities, und das sind sowohl Legaleinheiten als auch sonstige Steuersubjekte, zunächst identifiziert werden. Das muss die steuerliche Ansässigkeit bestimmt werden, sodass auf der Basis dann das Globe Income und die Covered Taxes ermittelt werden können. Problemfelder sind hier insbesondere Betriebsstätten, ja, auch aus einer technischen bzw. prozessualen Sicht, sowie Besonderfälle bei transparenten Entitäten oder auch bei Hybrids oder Reverse Hybrids, wie sie zum Beispiel dann häufig im US-amerikanischen Raum zu finden sind. Das heißt, hier bewegen wir uns aus einer technischen Sicht vor allem im Bereich der Stammdaten, die identifiziert werden müssen, und unserer Erfahrung nach sind hier tatsächlich mehr Datenpunkte notwendig, als es zum Beispiel dann aus dem Konsolidierungskreis im Rahmen des Konzernreportings ableitbar ist. Das heißt, erster Schritt ist hier Bestimmung der Constituent Entities, Identifikation bzw. Ermittlung der steuerlichen Ansässigkeit. Auf Basis von diesen Constituent Entities wird dann in einem zweiten Schritt das Globe Income ermittelt. Das setzt sich, oder Ausgangsgröße ist hier das HB2 Nettoeinkommen, bedeutet hier HB2 in dem Rechnungslegungsstandard des jeweiligen Mutterunternehmens. In der Regel wird das IFRS sein, bei einem reinen HGB-Konzern könnte es aber auch zum Beispiel HGB sein. Auf der Basis werden dann gewisse Anpassungen vorgenommen, ja, Zu- und Abrechnungen, die ich auf einer der nächsten Folie nochmal etwas detaillierter darstellen werde. Es findet eine Allokation statt, insbesondere hier zum Beispiel die Aufteilung
auf Stammhaus und Betriebsstätte oder auch die Aufteilung auf steuerlich transparente Entitäten. Das heißt, hier sind vor allem auch die Sonderfälle abgedeckt, sodass eine Allokation des ermittelten Glob-I-Incomes stattfindet. Das heißt, hier im Ergebnis wird eine eigene Ermittlungsvorschrift eingeführt, die das Glob-I-Income als Ausgangsgröße ermittelt. Zweiter Schritt ist dann die Ermittlung der Covered Taxes. Auch hier dockt sozusagen der EU-Richtlinienentwurf bzw. die Model Rules an der HB2 an. Das heißt, Ausgangsgröße sind hier die gebuchten laufenden Steuern, die dann auch ebenfalls durch Anpassungen oder Zu- und Abrechnungen modifiziert werden, sowohl im Bereich der latenten Steuern als auch originäre Anpassungen, die in dem Richtlinienvorschlag vorgesehen sind. Es gibt zudem noch gewisse Anpassungen, zum Beispiel durch Betriebsprüfungen oder auch durch TP-Adjustments an der Stelle. Und auch hier findet wiederum eine Allokation statt, spiegelbildlich wie zu dem Glob-I-Income. Auch da werde ich auf der nächsten Folie noch mal etwas detaillierter drauf eingehen und das ein oder andere Problemfeld noch einmal hervorstellen. Auf der Basis, also nachdem Glob-I-Income und Covered Taxes auf Ebene der jeweiligen Constituent Entity ermittelt wurde, wird dann relativ mathematisch ein effektiver Steuersatz ermittelt, ja, durch Teilen. Und wie dieser ermittelte Steuersatz, also die Effective Tax Rate, dann mit den angestrebten 15% verglichen. Liegt jetzt die tatsächliche Steuerquote darunter, wird dann eine Top-Up-Tax fällig, ja, die dann auch hier allokiert wird, um dann in dem letzten Schritt mittels entweder Income Inclusion Rule oder UTPR entsprechend erhoben wird. Aufgrund der teilweise relativ komplexen Regelungen würde ich das an der Stelle etwas abkürzen. Aus Sicht von Unternehmen mit Konzernsitz in Deutschland wird hier, wie Herr Dr. Kowalek schon vorgestellt hat, insbesondere die Income Inclusion Rule voraussichtlich Anwendung finden. Das heißt, hier wird dann die Top-Up-Tax in der Regel bei der Konzernmutter fällig. Es gibt aber auch Ausnahmeregelungen. Hier vielleicht noch eine Ausnahmeregelung nur erwähnt. Es gibt eine De Minimis-Regelung auf Jurisdiktionsebene. Ja, das heißt, wenn die Allokation auf Jurisdiktionsebene berechnet wird, auf die Constituent Entities verteilt wird, gibt es die Möglichkeit, wenn eine Jurisdiktion sehr klein ist, dass die De Minimis-Regelung Anwendung findet. Insofern möchte ich jetzt auf der nächsten Folie nochmal kurz auf die mittleren der drei Säulen eingehen und das ein oder andere Problemfeld hier nochmal hervorheben. Die Anpassungen bei dem Glob-I-Income zielen darauf ab, zunächst eine Bereinigung um eventuelle Größen, wie das kennen Sie vielleicht aus der IFRS-Rechnungslegung, zum Beispiel aufgrund von OCI oder Eigenkapitalsachverhalten stattfinden. Das heißt, hier findet zunächst eine Bereinigung isoliert auf der HB2-Ebene statt. Zudem sind gewisse, und das kennt man aus der steuerlichen Gewinnermittlung, im Deutschen dann zum Beispiel 8b KStG, Dividendenregime sind auch hier vorgesehen. Das heißt, dass Dividenden oder auch gewisse Veräußerungsgewinne oder Verluste ebenfalls korrigiert werden. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Modifikationen, ja, das heißt, Wechselkursgewinne werden herausgerechnet, ja, oder angepasst, sowie gibt es analog auch zu Besteuerungsregimen gewisse Aufwendungen, die nicht abzugsfähig sind, zum Beispiel für Strafen, die entsprechend dann abgerechnet werden. Das heißt, hier wird in einem ersten Schritt das Glob-I-Income durchaus stark modifiziert und es sind diverse Datenpunkte notwendig, die in der Regel auf der HB2-Ebene zu finden sind. In dem zweiten Schritt, ich denke, hier sind die Problemfelder nochmal etwas größer, bei der Ermittlung der Covered Taxes. Grundsätzlich hier, wie schon kurz dargestellt, wird auf die gebuchten laufenden Steuern in der HB2 abgestellt, die dann wiederum angepasst bzw. modifiziert werden. Spiegelbildlich, auch das ist, denke ich, soweit zu erwarten und zu erwarten gewesen, wie in vielen Besteuerungsregimen, finden analoge Anpassungen statt, wie zum Glob-I-Income. Das heißt, wenn gewisse Ergebnisgrößen beim Glob-I-Income herausgerechnet wurden, also angepasst wurden, finden spiegelbildlich entsprechende Anpassungen auch auf Ebene der Covered Taxes statt. Ja, das heißt, hier versucht man schon einen Gleichklang hinzubekommen, um entsprechend nur die sozusagen Covered Taxes, die sich auf das Glob-I-Income beziehen, in Relation setzen zu können.
die latenten Steuern. Ich denke, hier wird durchaus die Komplexität der Regeln dann deutlich, sind grundsätzlich einzubeziehen, aber doch massiv anzupassen. Sie sehen das unten in der Box. Wir haben jetzt hier mal einige Problemfelder hervorgehoben, ohne dass ich jetzt auch in der Kürze der Zeit auf jedes detailliert eingehen kann. Vielleicht so einige Highlights, die, denke ich, auch dann verdeutlichen, warum es Sinn macht, bei der Ermittlung bzw. bei Pillar 2 auf eine Technologie zu setzen. Die latenten Steuern sind zunächst grundsätzlich umzubewerten mit dem angestrebten Steuersatz von 15%. Das heißt, wenn hier typischerweise im Konzern mit einem Durchschnittssteuersatz die latenten Steuern aus Konzern sich bewertet sind, muss hier eine Art Umbewertung vorgenommen werden auf die 15%. Der zweite Schritt oder das zweite Problemfeld, besser gesagt, ist, dass bei dem Nichtansatz zum Beispiel von aktiven latenten Steuern bei laufenden Verlusten hier die Wertberichtigung bzw. der Nichtansatz, präziser gesagt nach IAS 12 beispielsweise, wiederum zurückgedreht wird. Ja, das heißt, das findet so nicht statt im Rahmen der Cover Taxes. Es gibt aber auch hier ein eigenes Verlustregime, Artikel 22 im entsprechenden EU-Richtlinienvorschlag. Das heißt, hier gibt es das Wahlrecht, ein eigenes Verlustverrechnungsregime ebenfalls in Anspruch zu nehmen. Drittes Problemfeld ist die Behandlung von True-Ups. Ja, das heißt, klassisch kennt man das aus dem Tax Accounting, wenn im Rahmen der Steuererklärung gewisse Anpassungen durch präzisere oder durch mehr Erkenntnisse bzw. präzisere Ermittlungen vorliegen, sind diese True-Ups zunächst in der jeweiligen Periode zu erfassen, in der sie anfallen. Aber es findet, und das ist auch in der Kommentierung, die jetzt jüngst veröffentlicht wurde, exakt so vorgesehen, unter Umständen eine Rückrechnung statt auf vorherige Jahre, sofern dort Top-Up-Tax-Implikationen stattfinden. Und hier vierter Punkt, denke ich, die massivste Anpassung ist die Recapture Rule von passiven latenten Steuern. Das heißt, hier findet nur insoweit ein Einbezug statt, von einigen oder von vielen Ausnahmen mal abgesehen, wenn sich die passiven latenten Steuern innerhalb von 5 Jahren cashwirksam umkehren. Die Kommentierung spricht hier auch von einer Line-by-Line oder von einer Item-by-Item-Ebene, was in der Praxis dann tatsächlich im Tax Accounting sozusagen Line-by-Line entsprechen würde, also auf Sachverhaltsebene, ist dieses Scheduling, ja, was die Konsequenz dann bedeutet, sicherlich vorzunehmen, um ermitteln zu können, inwieweit jetzt bestimmte passive latente Steuern von der Recapture Rule betroffen sind oder auch nicht. Da gibt es grundsätzlich auch eine Vereinfachungsregelung, die jedoch je nach Konstellation eher nachteilig sich auswirken dürfte, dass eben die Kategorie insgesamt nicht einbezogen wird. In Summe gehen wir davon aus, dass aufgrund dieser doch erheblichen Anpassungen, die zum einen sehr komplex in der Ermittlung sind, aber auf der anderen Seite auch zusätzliche Datenpunkte erfordern, dass Prognoseunsicherheiten bestehen, inwieweit Implikationen bei den Unternehmen anfallen. Und in einem zweiten Schritt sehen wir perspektivisch, dass hier sozusagen ein zusätzliches Ledger oder eine zusätzliche Reporting-Dimension geschaffen werden sollte, um dieses doch relativ komplexe Besteuerungsregime abbilden zu können. Und damit, Andreas, darf ich nach dem kurzen Überblick an dich zurück übergeben zum Projektansatz von Deloitte. Ja, vielen Dank, Nils. Wir zeigen jetzt kurz auf dem Slide nochmal den Projektansatz von Deloitte und kommen danach dann auch gleich zur Live-Demo. Wie sieht der Projektansatz von Deloitte aus? Sie können sehen, es besteht aus drei zentralen Komponenten. Wir haben einmal die Betroffenheitsanalyse mit einer Modellierung der Effekte aus OECD Säule 2. Die Modellierung zeige ich Ihnen gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail. Dann haben wir Governance-Anpassung aus OECD Säule 2 in der Mitte. Und auf der rechten Seite die IT-Umsetzung von OECD Säule 2. Hierzu zeigt Thomas Borchmann Ihnen gleich die IT-Umsetzung in DevTax, was ja der Schwerpunkt der heutigen Demo auch sein soll. Bei der Betroffenheitsanalyse evaluieren wir in einem Workshop die Auswirkungen von OECD Säule 2 auf die Unternehmensgruppe, identifizieren kritische Themen und entwickeln hierzu konkrete Ansätze, Optionen und Schritte für den individuellen Umsetzungsplan. Bei der Governance erfordert Säule 2 in vielen Unternehmen den Aufbau eines ergänzten Tax Accountings bis spätestens zum 31.12.2023. Nicht börsennotierte Unternehmen haben dann gegebenenfalls mehr Zeit. OECD Säule 2 erfordert die interne Regelung der Zuständigkeiten, Anpassungen und Ergänzungen bestehender Tax-Reporting-Prozesse sowie auch von Arbeitsanweisungen und Guidelines.
sowie vermutlich in vielen Unternehmen die Ergänzung des Kontrollumfelds für Steuern, zum Beispiel Steuerrichtlinie, IT-Dokumentation, Text-CMS und auch eine GOBD-Dokumentation. Auf dem folgenden Slide sehen Sie noch unseren Projektansatz zur externen Modellierung, solange hierfür noch keine IT-Lösung, etwa in DevTex, für Sie vorhanden und nutzbar ist. Bei der Modellierung ermitteln wir auf der Basis von Standardreports aus dem letzten Konzernabschluss und Tax-Reporting, also beispielsweise 31.12.2021, wenn Sie Kalenderjahr gleich Wirtschaftsjahr haben, nach der Abstimmung der Modellierungsannahmen mit Ihnen die konkrete Betroffenheit der Unternehmensgruppe und berechnen auch die Top-Up-Tax auf den Stichtag der Modellierung. Viele börsennotierte Unternehmen benötigen schon im Quartal 22, in dem die EU-Richtlinie final wird, eine Analyse in ihrer individuellen Betroffenheit und auch eine Quantifizierung der Auswirkungen von der UCC-Säule 2 auf ihre Konzernsteuerquote und ihren Forecast. Auf der folgenden Seite, die ich aus Zeitgründen nicht im Detail vorstellen werde, sehen Sie die zentralen Meilensteine, abgetragen nach Quartalen, für die Umsetzung von OECD-Säule 2 in DevTex mit Anpassungen in der Governance-Struktur sowie Betroffenheitsanalyse. Das ist also dann mehr zum Nachlesen heute. Der hier gezeigte Projektplan, das ist noch wichtig, geht von einer IT-Umsetzung von OECD-Säule 2 bis zum 31.12.2022 aus. Sollte das Erstanwendungsdatum der finalen Richtlinie vom 01.01.2023 auf das erste nach dem 31.12.2023 beginnende Wirtschaftsjahr verschoben werden, wovon wir aktuell ausgehen, haben Sie als betroffenes Unternehmen dann selbstverständlich bis zu einem Jahr mehr Zeit, als hier auf dem Projektplan aktuell abgetragen. Ich übergebe jetzt an Thomas Borchmann, der sich zunächst selbst vorstellt und danach seine IT-Umsetzung in OECD-Säule 2 in der DevTex Live-Demo zeigen wird. Ja, Herr Dr. Kowalik, vielen Dank. Mein Name ist Thomas Burchmann, bin Geschäftsführer hier bei der FESB und verantwortlich für die Konzeption von DevTex, aber am Ende des Tages natürlich auch für die gesamte IT-technische Umsetzung. Ich teile meinen Bildschirm und ich möchte Ihnen heute ganz kurz unseren Ansatz in DevTex vorstellen. Wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde Zeit, um über die einzelnen Themen zu sprechen. Das ist natürlich vor dem Hintergrund der Komplexität des Themas, die unerwartet hoch, auch für uns unerwartet hoch am Ende des Tages ist, ich sage mal, relativ knapp. Insofern besteht immer auch die Möglichkeit, dann im Nachgang in individuellen Gesprächen auf die Themen einzugehen. Viele der Teilnehmer in der heutigen, im heutigen Webcast kennen DevTex. Für diejenigen, die DevTex noch nicht kennen, ganz kurz eine Einführung. Wir gehen ganz kurz mal in die Anwendung rein. DevTex ist eine klassische webbasierte Anwendung, wird auf einem Server installiert. Alle Unternehmen des Konzerns greifen auf eine einheitliche Lösung zu. Und DevTex versteht sich als eine Art ERP-System für Konzernsteuerabteilung, um letztendlich alle Aufgaben, die eine Konzernsteuerabteilung hat, IT-technisch unterstützen zu können. Manchmal wird DevTex auch als Tech Suite bezeichnet. Das ist aber letztendlich nur eine Umschreibung dessen, was DevTex am Ende des Tages leisten kann. Und Pillar 2 ist ein Modul, das sich nahtlos in die bestehende Modulstruktur von DevTex einbettet. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. In Bezug auf Pillar 2 verfolgen wir in DevTex folgenden Ansatz. Zunächst einmal besteht die Notwendigkeit, eine ganze Reihe an Daten aus dem Accounting unter anderem auch einzusammeln. Wir hatten eben schon gehört von Herrn Irmert, welche Informationen aus dem Accounting benötigt werden. Diese Daten sammeln wir in der Regel über Schnittstellen ein. Wir haben eine ganze Reihe an Online-Schnittstellen, zum Beispiel natürlich klassisch, weil einfach sehr viele Unternehmen es einsetzen, SAP FI. Es beschränkt sich aber nicht darauf. Ja, wir können auch Konsolidierungssysteme anbinden. Wir können auch andere Buchhaltungssysteme anbinden. Ich habe Ihnen meine Liste beispielhaft hier aufgeführt, aber letztendlich ist es am Ende des Tages nur etwas, was durch weitere Schnittstellen ergänzt werden kann, wenn es individuelle Bedürfnisse dafür gibt. Für diejenigen, die gerade am Anfang keine Online-Schnittstelle nutzen möchten oder können, besteht immer auch die Möglichkeit, die Daten per Excel-Upload in die Anwendung hineinzubekommen. Und wenn auch das am Ende des Tages nicht hilft, gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, Daten manuell aufzubereiten. Sobald die Daten in DevTex vorhanden sind, werden diese Prozessschritte, die ich Ihnen hier auf diesem Slide dargestellt habe, abgebildet. Wie gesagt, Daten erfassen im Sinne von Übernahme aus dem Vorsystem, Ergänzung von Informationen, die nicht eins zu eins aus den Vorsystemen entnommen werden können. Ja, hier wird es also eine Einbindung des Pillar 2 Moduls in das aktuell bereits bestehende Ertragssteuermodul in DevTex geben, das sich ja wiederum aus einer ganzen Reihe an Untermodulen zusammensetzt. Und hier werden wir gleich im Detail in der Anwendung selbst sehen, wie wir das organisiert haben. Im nächsten Schritt werden aus diesen Daten, die wir dort auf einer entweder Legal Entity-Ebene, Buchungskreisebene, Betriebsstättenebene in die Anwendung hineingekippt haben, Länderdaten aggregiert. Das heißt, die Anwendung filtert sich
je Steuerhoheitsgebiet die jeweiligen Informationen aus, bereitet sie auf, bringt sie sozusagen auf die Länderebene. Sie müssen sich das in etwa so vorstellen, wie das auch schon beim CBCR funktioniert hat. Und wir rechnen dann daraus das Globe Income, die Top-Up-Tax, die Effective Tax Rate und würden hieraus dann entsprechend natürlich am Ende die Ergänzungssteuer auf Ebene der obersten Ultimate Parent Entity, das heißt in der Regel des deutschen oder europäischen Mutterunternehmens oder einer anderen Einheit, je nachdem, wie die Unternehmensstruktur aussieht, ermitteln. Soweit das erfolgt ist, wird es zu einem späteren Zeitpunkt, wir gehen davon aus, dass es eine elektronische Schnittstelle Richtung Finanzverwaltung gibt, da sage ich nachher nochmal ganz kurz was zu, auch eine elektronische Übermittlungsmöglichkeit an die Finanzverwaltung geben. Vielleicht ganz kurz etwas zum Entwicklungsstand unseres Pillar 2 Moduls. Sie werden jetzt gleich eine ganze Reihe an Informationen sehen können. Sie werden da auch schon etwas sehr, sehr weit entwickeltes sehen. Nichtsdestotrotz muss ich ganz klar dazu sagen, dass sich die Anwendung einfach aufgrund der rechtlichen Unsicherheit, der wir alle im Moment noch unterliegen, natürlich in einem Entwicklungszustand befindet. Sie hat an der einen oder anderen Stelle den Zustand eines Prototypen schon überschritten. Nichtsdestotrotz, rein formal möchte ich dazu sagen, es ist ein Prototyp. Wir werden innerhalb der nächsten wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen das erste Mal eine Version ausliefern, mit der dann zum Beispiel auch Simulationen im Unternehmen durchgeführt werden können, sodass Sie DevTechs sehr zeitnah auch für die Vorbereitung auf die tatsächliche Steuerpflicht in 2023 oder dann, wenn die Verschiebung kommt, in 2024 einsetzen können. Ja, unter anderem auch im Rahmen der Frage Simulationen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Natürlich ist es so, dass sich DevTechs wie jedes andere Modul oder das Pillar 2 Modul in DevTechs wie jedes andere Modul permanent weiterentwickelt, sobald wir hier neue Erkenntnisse bekommen, sobald bestimmte Dinge von den deutschen Steuerbehörden umgesetzt werden auf Basis der EU-Richtlinie, wird es da eine kontinuierliche Weiterentwicklung geben, wie das wie gesagt für alle anderen Module in DevTechs auch gilt. Ich würde gerne mit dem ersten Schritt beginnen im Rahmen der Live-Demo, und zwar der Datenerfassung für die jeweiligen Geschäftseinheiten. Zunächst einmal ist es so, dass wir innerhalb von DevTechs wieder, die DevTechs schon einsetzen, ich habe gesehen, es sind einige, hier eine Mandantenstruktur hinterlegen, und diese Mandantenstruktur kann sich jetzt an unterschiedlichen Dingen orientieren. Ja, Sie haben hier die Möglichkeit, Legal Entities abzubilden. Sie haben im Rahmen dieser Mandantenstruktur, das sind jetzt ja alles nur Beispielnamen, die ich dargestellt habe, die Möglichkeit, Betriebsstätten abzubilden, sonstige Permanent Establishments, wie es so schön heißt, abzubilden. Sie können aber letztendlich auch hingehen und reine Meldeeinheiten in DevTechs anlegen, die dann wiederum untergeordnete Einheiten aggregieren und in diesen Prozess mit hineingehen. Ich habe für die heutige Präsentation mal im Wesentlichen 3 Gesellschaften ausgewählt. Ich habe mal eine USA-Gesellschaft genommen, eine deutsche Gesellschaft genommen, die am Ende die Mutter ist. In unserem Fall soll es die Ultimate Parent Entity sein. Und ich habe dann noch eine Gesellschaft in einem niedrig besteuerten Land ausgewählt. So, wie gehen wir hier hinein? Zunächst einmal wählen wir den Zeitraum aus. Das ist ganz klassisch unser Ertragssteuerprozess. Das kann ein Jahreszeitraum sein, ein Monatszeitraum, ein Halbjahreszeitraum. Ganz Ihnen überlassen, wie Ihre internen Reporting- und Rückstellungsberechnungsprozesse aussehen. Und wir haben dann die Möglichkeit, für jeden dieser Zeiträume beliebig viele Szenarien anzulegen. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade jetzt in der aktuellen Situation, in der Sie überlegen müssen, wie sind Sie davon betroffen, aber letztendlich auch später eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um rückwirkend, retrospektiv die True-Up-Effekte ermitteln zu können. Ja, wir hatten ja eben gehört, dass es teilweise notwendig sein wird, 2, 3 Jahre zurückzugehen, wahrscheinlich aktuell 2 Jahre zurückzugehen, eine komplette Neuberechnung auf Basis der aktuellen Informationen durchzuführen. Und dafür ist diese Szenarienrechnung natürlich ganz hervorragend geeignet. Über die Versionen, die Anwendung kann dann, die DevTechs nutzen, wissen das, aus dem Ertragssteuerbereich automatisch die True-Up-Effekte ermitteln und entsprechend in die aktuelle Periode übernehmen. Ja, wir starten hier mal mit diesem Szenario 1, öffnen hier den Datenbestand. Das, was Sie hier sehen, wie gesagt, wird sich im weiteren Zeitablauf noch verändern. Das sind jetzt nur aktuelle Entwürfe, wie ein solches Dashboard aussehen kann, dass man sozusagen auf den ersten Blick sieht, wie stellt sich die Situation hier dar. Hier in unserem Fall haben wir jetzt Folgendes hinterlegt. Und zwar zum einen gibt es hier die Möglichkeit, Daten der sogenannten eigenen Gesellschaft, der eigenen Einheit, des eigenen Buchungskreises, was auch immer da am Ende hinterlegt ist, in DevTechs zu erfassen. Das schauen wir uns an.
Dann haben Sie die Möglichkeit, hier datenfremde Gesellschaften, das ist ein abstrakter Begriff, also bitte nicht falsch interpretieren, das kann auch eine Betriebsstätte sein, das können untergeordnete Meldeeinheiten sein, ja, die nicht als eigenständiger Mandant in der FTX angelegt sind, zu hinterlegen. Diese beiden Daten werden dann aggregiert. Wir schauen uns das gleich an, wie das funktioniert. Ja, wir haben dann hier eine sogenannte länderbezogene Betrachtung. Und in meinem Beispiel ist folgende Situation angelegt, und zwar das deutsche Motorunternehmen hat jetzt hier die Möglichkeit, und nicht nur die Möglichkeit, sondern wird das letztendlich auch nutzen und bekommt hier die Daten aller untergeordneten Gesellschaften zugeliefert, um dann auf Ebene ihrer Einheit zu ermitteln, für welches Steuerhoheitsgebiet muss ich denn am Ende welche Top-Up-Tags an die Finanzverwaltung oder erstmal berechnen, zurückstellen und dann am Ende des Tages an die Finanzverwaltung abführen. Wir gehen wieder runter in die westamerikanische Einheit. Übrigens, DevTex bringt eine volle Währungsumrechnungsfunktionalität mit. In der Kommentierung der aktuellen OECD-Verlautbarung sind hierzu auch Ausführungen enthalten. Das heißt, es ist durchaus auch denkbar, dass wir hier in einer anderen Währung als dem Euro unterwegs sind, auch wenn der Euro natürlich maßgeblich als ich sag mal, Währung des IFRS-Konzernabschlusses, der als Grundlage für alle Berechnungen dient, natürlich herangezogen wird. Ja, und in der Richtlinie steht letztendlich auch, beziehungsweise in der Kommentierung der OECD-Verlautbarung steht letztendlich auch drin, dass der Euro die primäre Währung sein wird, in der die Berechnungen durchzuführen sind. So, wir springen hier zunächst in die Daten der eigenen Gesellschaft hinein. Ja, hier gibt es bestimmte Stammdaten, die ich pflegen muss. Zum Beispiel muss ich dann sagen, bin ich eine Investmentgesellschaft, bin ich keine Investmentgesellschaft, möchte ich bestimmte Wahlrechte, die für Pillar 2 relevant sind, ausüben. Das kann ich alles hier auf diesen Stammdateninformationen tun und springe dann in die sogenannten länderbezogenen Daten, wo ich letztendlich entweder für eines oder auch für mehrere Länder, in denen ich tätig bin, Informationen erfassen kann. Diejenigen, die bereits das CBCR-Modul von DevTex einsetzen, kennen diese Masken. Die sind sehr, sehr ähnlich aufgebaut in ihrer Grundarchitektur wie auch das CBCR-Modul. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier für unser Land, für unser Steuerhoheitsgebiet, zum Beispiel die maßgeblichen Erträge zu erfassen. Ja, wir sehen hier eine relativ lange Liste. Sie können das vielleicht erahnen, ich zeige Ihnen das auch gleich, an diesem relativ langen Scrollbar, im Sinne von, wir starten mit den bilanziellen Nettoerträgen. Diese bilanziellen Nettoerträge kommen klassisch aus der Buchhaltung und wir haben jetzt die Möglichkeit, uns entweder hier über eine Handelsbilanz, eine Steuerbilanz, die Daten direkt über eine Schnittstelle nach DevTex hineinzuziehen. Das heißt, in meinem Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel, wenn eine SAP-Schnittstelle angebunden ist, hier klicken auf Daten aus dem SAP-System holen, wähle hier aus, welches SAP-System, welcher Mandant, Benutzername, Passwort, welches Ledger, Buchungskreis und so weiter, klicke auf den Button und die Werte werden übernommen. Ich habe hier gerade keine SAP-Anbindung, aber diejenigen, die DevTex einsetzen, kennen diese Masken und nutzen sie auch. Die Werte, die wir hier in die Anwendung hineinspielen, tauchen dann automatisch auf den jeweiligen Masken auf. Sie haben dann dort eine Mapping-Funktionalität, um die einzelnen Konten auf die jeweiligen Positionen zuzuordnen. Sie sehen dann die entsprechenden Korrekturen der bilanziellen Nettoerträge. Das ist eine relativ lange Liste an Dingen, die Sie hier erfassen müssen. Wie gesagt, entweder manuelle Eingaben, Eingabe über den Datei-Upload, das ist möglich, oder eben über die Online-Schnittstelle. So, und diese ganzen Informationen, das rechnet auch alles schon, was Sie hier sehen. Das ist also tatsächlich einsatzbereit. Hier übrigens, Herr Irmert hatte es vorhin auch angesprochen, dieses eigene Verlustverrechnungsregime innerhalb von DevTex oder innerhalb der Pillar 2-Regel, wo wir letztendlich überlegen müssen, welche Verluste kommen aus dem Vorjahr, welche sind im aktuellen Jahr entstanden, wie werden wir das entsprechend verrechnen bis zu 5 Jahre zurück. Das kann also alles in DevTex erfolgen. Ja, wir sehen hier viele Einzelsachverhalte. Viele von den Dingen werden für einige von Ihnen überhaupt nicht relevant sein. Internationaler Seeverkehr. Ja, hier gibt es im Moment die Überlegung, bestimmte Buttons am Ende des Tages zu klicken, um diese Blöcke dann tatsächlich auch auszublenden. Und am Ende kommen wir auf die maßgeblichen Nettoerträge. Ja, diese maßgeblichen Nettoerträge ist erstmal eine korrigierte Accounting-Größe. Wir hatten das eben auf dem einen Slide gesehen. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück und würden jetzt im nächsten Schritt die sogenannten angepassten, erfassten Steuern, die sogenannten Covered Taxes, uns anschauen, würden uns hier wieder
aus der Buchhaltung die entsprechenden Daten nach der FTZ reinziehen oder eben auch manuell erfassen. Ja, dann haben wir hier die eben auch schon bereits angesprochenen Hinzurechnungen, Kürzungen, die Anpassung der latenten Steuern, ja, also die Umbewertung auf die 15%. Hier ist im Moment die Vorstellung, dass wir hier eine eigene Funktionalität in DevTex bereitstellen, um diese Umbewertung aus DevTex heraus vornehmen zu können. Oder auch die Recapturing Rules, wo wir letztendlich entscheiden können, welche der passiven latenten Steuern kehren sich cashwirksam innerhalb von 5 Jahren um, welche kehren sich erst nach 5 Jahren um, dürfen also nicht berücksichtigt werden, sodass wir Ihnen hier auch eine entsprechende Unterstützung bieten. Ja, das betrifft dann aber sogar mehr das latente Steuermodul in DevTex, über das wir letztendlich die Möglichkeit haben, direkt diese Klassifikation vorzunehmen, diese Fristigkeit vorzunehmen, um dann die Daten aus diesem latente Steuermodul direkt hier hineinzunehmen. Also wie gesagt, der Ansatz ist hier wieder eine Integration herbeizustellen. Im Moment sehen Sie hier dieses Pillar 2-Modul als eigenständiges Modul. Es wird sich aber am Ende des Tages, das wird eine Option Ihrerseits sein, vollständig auch in das Ertragssteuermodul einbetten lassen, sodass man noch nicht einmal mehr merkt, dass es dort 2 Module gibt, sondern es ist letztendlich Ihre Entscheidung, wie Sie die Einbettung vornehmen. Nachdem wir hier diese sogenannten angepassten, erfassten Steuern ermittelt haben, das sind jetzt hier die sogenannten Covered Taxes, oder Adjusted Cover Taxes, ermittelt DevTex im nächsten Schritt zunächst einmal für die Legal Entity-Ebene den effektiven Steuersatz. Und dieser effektive Steuersatz wird dann in die Ermittlung der sogenannten Ergänzungssteuer, ja, Englisch der Top-Up-Tax, einbezogen. Und je nachdem, ob der effektive Steuersatz höher oder niedriger ist als der Mindeststeuersatz, gibt es diese Top-Up-Percentage. Ja, in meinem Fall ist der effektive Steuersatz höher als die 15%. Wir sind also hier im Bereich 0 unterwegs, dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, diese sogenannte substanzorientierte Freistellung für die Lohnkosten, für die materiellen Sachanlagen vorzunehmen, kommen dann in die Möglichkeit hinein, die zusätzliche Ergänzungssteuer, die nationale Ergänzungssteuer zu korrigieren und sehen dann hier die zunächst einmal auf Standalone-Basis ermittelte Ergänzungssteuer. Die spielt tatsächlich an dieser Stelle überhaupt keine Rolle, das ist auch eher eine statistische, informative Größe. Warum? Weil diese Information erst auf Ebene des Steuerhoheitsgebietes, das werden wir gleich sehen, relevant werden. Ja, diese Gesellschaft, die hier in den USA angesiedelt ist, gibt jetzt hier über die sogenannten Daten der fremden Gesellschaft zum Beispiel Daten für ihre Betriebsstätte in Deutschland oder in Hongkong ein. Ja, also ich habe hier die Möglichkeit, beliebig viele Untereinheiten anzulegen. Ja, in der Regel ist es so, dass die Betriebsstätte ja über einen eigenen Buchungskreis abgebildet wird, den ich mir dann über ein Vorsystem nach DevTex hineinziehe. Jetzt bleiben wir mal hier bei der Betriebsstätte Deutschland. Diese Betriebsstätte Deutschland für die US-amerikanische Einheit hat jetzt hier wieder einen eigenen Datenbestand, hat hier wieder eigene maßgebliche Erträge, bilanzielle Nettoerträge, die dann wieder korrigiert werden. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Zahlen eingegeben, damit man am Ende des Tages hier unten auch sehen kann, dass es hier maßgebliche Nettoerträge gibt. Und so funktioniert das analog jetzt auch für die Betriebsstätte in Hongkong. Wir können uns gleich das Ergebnis dieser Daten anschauen. Und zwar wird jetzt im nächsten Schritt Folgendes getan. Ja, die Daten werden je Länder aggregiert. Also DevTex nimmt Ihnen voll diese Aggregation, diese Änderung der Dimensionen weg von der Legal Entity hin zu einer steuerhoheitsbezogenen Aggregation ab. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit zum Beispiel zu sehen, ja, das ist ein bisschen klein hier, ich versuche das mal ein bisschen, dass man es besser darstellen kann. So sieht man es vielleicht eher, die maßgeblichen Erträge für die einzelnen Länder hier zu sehen. Man kann hier genau sehen, für welches Steuerhoheitsgebiet habe ich jetzt welche Steuern, wie setzt sich der effektive Steuersatz zusammen. Ich kann hier oben immer hin und her schalten, sehe hier die Berechnung der Ergänzungssteuer und kann für jedes Steuerhoheitsgebiet auch wieder zurückspringen in die Liste der in diesem Steuerhoheitsgebiet relevanten Einzeldaten der Einzelgesellschaften. Das spielt jetzt auf Ebene der individuellen Legal Entity noch keine große Rolle, wird aber natürlich dann, wenn wir in die Ultimate Parent Entity hineinspringen, und das tun wir gleich, eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen, weil wir, wenn wir mit mehreren 100 Gesellschaften, manchmal auch mehreren 1000 Gesellschaften unterwegs sind, natürlich sehr schnell den Überblick verlieren. Und wir müssen ihnen eine Möglichkeit geben, um schnell zwischen den einzelnen Gesellschaften navigieren zu können. Im nächsten Schritt sehen wir hier dann verschiedene Auswertungen. Die Liste der Auswertungen, das ist der Anfang. Ja, wir beginnen ja gerade erst
Ja, zum Beispiel können wir uns hier dann nochmal anschauen für die jeweiligen Steuerhoheitsgebiete übersichtsartig einfach die, das Globe Income, also die maßgeblichen Nettoerträge, die angepassten, erfassten Steuern, effektiver Steuersatz. Und in diesem Beispiel hier resultiert hier tatsächlich jetzt erstmal keine Ergänzungssteuer auf Ebene der einzelnen Einheiten. Wir werden aber gleich sehen, wenn wir das jetzt auf einer übergeordneten Einheit mit den Daten der anderen Gesellschaften kombinieren, kann sich hier sehr wohl eine Ergänzungssteuer, eine Top-Up-Tax ergeben, die dann von der Ultimate Parent Entity, das wird in den meisten Fällen bei Ihnen der Fall sein, tatsächlich auch abzuführen ist. Ja, wir sehen dann hier nochmal eine Liste derjenigen Gesellschaften, die innerhalb der einzelnen Steuerhoheitsgebiete abgebildet werden mit ihren individuellen Daten. Und alles das, was wir jetzt hier für die einzelne Gesellschaft erhoben haben, wird jetzt im nächsten Schritt 1:1 nach oben gegeben in eine übergeordnete Einheit. Ja, das ist dieser sogenannte Bemessungsgrundlagentransfer, den wir auch für die Ertragssteuer nutzen, den wir für Risikofragebögen nutzen etc. Also im Sinne von eine sehr abstrakte Möglichkeit, um Daten innerhalb von DevTax zwischen einzelnen Gesellschaften auszutauschen. Und jetzt sehen wir zum Beispiel hier, dass, weil diese Gesellschaft eben als Parent Entity geschlüsselt ist, ein neuer Menüeintrag auftaucht, Daten anderer DevTax-Mandanten. Wir klicken hier drauf und sehen jetzt hier die Liste meiner Konzerngesellschaften oder der Konzerngesellschaften, können jetzt hier wieder die USA aufrufen und haben jetzt hier wieder die Möglichkeit zu sehen, was liefert mir denn diese USA-Gesellschaft an? Und die liefert eben an Daten für ihre eigene Gesellschaft, bei denen sie in den USA selber tätig ist, aber auch für eine deutsche Betriebsstätte oder für eine Hongkong-Betriebsstätte. Ja, auch hier wieder die Möglichkeit, beziehungsweise in dem Fall wird es tatsächlich von unten nach oben hochgegeben, aber es gibt auch andere Optionen, ja, bei denen wir etwas erst auf dieser Ebene einstellen müssen. Und jetzt können wir uns hier wieder anschauen, was hat mir die einzelne Gesellschaft nach oben geliefert. Und ich sehe am Ende genau die gleichen Informationen, die wir unten bei der einzelnen Legal Entity oder beim Buchungskreis, bei der, dieser sogenannten Permanent Establishment gesehen haben. Jetzt werden auf dieser Basis alle Daten wiederum neu aggregiert, die Dimensionen werden neu in die Länder einbezogen und wir können uns jetzt wieder anschauen, in welchen Ländern ist denn der Konzern insgesamt aktiv, an welchen Stellen habe ich denn möglicherweise ein Thema. Und jetzt ist zum Beispiel hier die Isle of Man hinzugekommen, ein eigener Mandant, der möglicherweise ja dafür bekannt ist, dass er eben ein niedrig besteuertes, in Anführungsstrichen, Land ist. Und insofern kann es sehr wohl sein, dass wir jetzt hier, das werden wir gleich auch sehen, in die Ermittlung einer Effective Tax Rate hineinkommen, ja, die quasi eine Ergänzungssteuer hervorruft. Und das können wir uns jetzt auch mal anschauen. Wir springen jetzt hier in die Pillar 2-Auswertungen auf Ebene der Ultimate Parent Entity, sehen jetzt hier natürlich die einzelnen Steuerhoheitsgebiete, würden jetzt zum Beispiel hier auch erkennen können, ohne dass wir da irgendetwas explizit für getan haben, oh, hier besteht möglicherweise ein Risiko. Ja, ich habe jetzt hier also eine Ergänzungssteuer, ich habe hier einen sehr geringen effektiven Steuersatz, kann mir dann auch anschauen, aus welchen Gesellschaften resultieren denn diese Risiken, wer bringt denn das mit und kann dann auch entsprechend eingreifen und kann simulieren. So, und vielleicht ganz, ganz nett jetzt nochmal, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das hier ist die Version 1, wir sehen es hier oben, für diesen Zeitraum sind im Moment zwei Versionen angelegt. Ich kann jetzt zwischen diesen zwei Versionen hin und her springen und kann mir zum Beispiel anschauen, wie ist denn die Situation in einer Simulation, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Parameter geändert werden, ja, wie stellen sich die Zahlen dann dar und springe dann hier einfach in eine Version 2 hinein und schaue mir an, wie sich die Daten verändert haben. Und möglicherweise habe ich dann für diese Gesellschaft irgendwelche Maßnahmen getroffen und sehe, dass jetzt daraus eine resultierende Ergänzungssteuer möglicherweise sehr viel geringer ist als in der ursprünglichen Konstellation, wenn ich keine Gegenmaßnahmen getroffen hätte. Last but not least wird es in DevTax dann möglich sein, aus der Anwendung heraus direkt eine elektronische Übermittlung durchzuführen. Wir gehen im Moment noch davon aus, dass die elektronische Übermittlung über die Ihnen gegebenenfalls bereits bekannte LMA5-Schnittstelle erfolgen wird. LMA5 im Sinne von, wir liefern hier ja Daten, die am Ende des Tages durchaus auch innerhalb von Europa ausgetauscht werden. Und die Elster-Schnittstelle ist an dieser Stelle, wie soll ich sagen, vielleicht gegebenenfalls weniger gut geeignet.
Ja, auch wenn Elmar 5 vielleicht eine Schnittstelle ist, die aus Sicht von Elster deutlich weniger Komfort bietet und möglicherweise auch eine eher adäquierte Architektur mitbringt, ist aber völlig egal. Wir gehen davon aus, dass die Finanzverwaltung das in dieser Richtung steuern wird. Wir haben am letzte Woche Mittwoch war das Elster-Meeting vom Bundesfinanzministerium und dort ist das Thema Pillar 2 faktisch noch nicht angekommen. Also die wissen im Moment noch gar nicht, was Pillar 2 ist und haben das Thema in Anführungsstrichen jetzt erstmal mitgenommen. Wir werden sehen, wenn es am Ende darauf ankommt, sind die natürlich auch schnell und können bestimmte Dinge realisieren, aber auch das ist im Moment im Fluss. Genau, und wenn diese elektronische Übermittlung dann durchgeführt wird, ja, kann sie direkt aus Ceftex heraus erfolgen, hatte ich schon gesagt. Man klickt letztendlich auf den Button, überträgt diesen Report, kann hier sein Zertifikat eingeben, Passwort mitgeben, kann hier entscheiden, Produktivübermittlung, Testübermittlung und die Daten werden dann an die Finanzverwaltung übermittelt. Von der Grundidee ist das, wie gesagt, der Weg, den wir gehen wollen und den wir auch gehen. Also das ist, glaube ich, schon relativ weit jetzt entwickelt. Vielleicht noch mal ganz kurz in Bezug auf diese Schnittstellenthematik, weil ich glaube, das könnte noch mal interessant sein. Wie gesagt, das sieht man jetzt hier noch nicht. Das wird jetzt in den nächsten 2 Wochen aber noch bereitgestellt. Also selbst schon für die Erstauslieferung der Anwendung wird es möglich sein, Daten hier hineinzuziehen und dann über ein direkt in der Anwendung vorhandenes Mapping einzelne Konten auf die einzelnen Felder der Pillar 2 Berechnung zu mappen. Das wird bei einigen Feldern sehr gut funktionieren. Bei anderen Feldern wird das eher, ich sag mal, schwierig sein, weil die Informationen im Moment noch nicht in diesem Detaillierungsgrad vorhanden sind. Ja, und wenn denn tatsächlich im Unternehmen darüber nachgedacht wird, ein eigenes Steuerledger aufzubauen, schon im Vorsystem, das heißt, wenn man wirklich dann gedanklich eine HB bucht, eine Handelsbilanz bucht, eine IFRS-Bilanz bucht, heute noch ein drittes Ledger hat mit einem Steuerbilanzledger, ist es durchaus eine Option, dann auch ein Pillar 2 Ledger zu haben. Andererseits ist es natürlich von der Grundidee her auch sehr gut denkbar, alle diese Modifikationen in DevTex vorzunehmen und jetzt kein eigenes Steuerledger im Vorsystem aufzubauen. Das ist am Ende des Tages eine Abwägungsentscheidung. Es mag Vorteile für die eine Variante, Vorteile für die andere Variante geben und das kann sich bei jedem Unternehmen anders darstellen. Insofern müssen Sie an dieser Stelle, ich sage mal vorsichtig gesagt, in eine Analyse hineingehen und sich selber überlegen, welche Prozesse sind bei Ihnen geeignet im Rahmen der Einbindung eines Systems. Wie gesagt, diejenigen, die DevTex schon kennen, werden da vermutlich keine großen Probleme haben. Das Modul bettet sich nahtlos in die bestehenden Module ein. Diejenigen, die DevTex das erste Mal sehen oder gegebenenfalls erwägen, es im Bereich der Pillar 2-Nutzung einzusetzen, werden auch hier keine Probleme haben. Die Einbindung von DevTex ist an dieser Stelle sehr einfach und auch unkompliziert. Und wir müssen schauen, wie das ist, inwiefern sich dort die Notwendigkeit ergibt einer Alldatenmigration. Das wird an der einen oder anderen Stelle vermutlich notwendig sein. Im Moment fehlt uns aber allen noch die Erfahrung, wie aufwendig diese Altdatenmigration am Ende des Tages sein werden und wie aufwendig sie vor allem sein werden. Gut, wunderbar. Ich schaue kurz auf die Uhr. Es ist jetzt 10 vor 10. Wir haben jetzt für die letzten 10 Minuten eine Fragesession vorgesehen und ich würde insofern jetzt wieder an die Kollegen von Deloitte zurückgeben. Ich habe tatsächlich auch den Überblick verloren, ob Fragen gekommen sind. Das kann ich gleich sagen, Herr Bocher. Okay, alles klar. Dann übergebe ich und beende bei mir das Teilen. Wir lassen es ruhig die Lösung. Vielleicht brauchen wir ja nochmal. Alles klar, okay, wunderbar. Eine Sache zeigen können, genau. Ja, vielen Dank, Herr Bochmann. Es kam jetzt tatsächlich auch schon mal eine Frage, aber vielleicht fangen wir nochmal mit der fachlichen Frage an, die auch tatsächlich als erster kam. Vielleicht Nils nochmal an dich die Frage, in welchem Staat muss denn die Top-Up-Tax bezahlt werden? Ich glaube, das leitet dann auch über auf die Frage, wo übermittelt wird. Genau, so grundsätzlich wird die Top-Up-Tax bei entsprechender sogenannter Qualified Income Inclusion Rule auf Ebene der Konzernmutter erhoben. Das dürfte für die meisten in Deutschland ansässigen Konzerne der Fall sein. Es gibt jedoch sozusagen das Recht des ersten Zugriffs, ja, die Qualified Domestic Top-Up-Tax. Das bedeutet, dass die ansässigen Staaten, wo die Top-Up-Tax dann fällig wird, sozusagen das erste Erhebungsrecht haben. Wir gehen davon aus, dass viele davon Gebrauch machen, sodass dann die Erhebung auf Ebene der jeweiligen Jurisdiktion erfolgt, wo die Top-Up-Tax auch dann fällig wurde. Das vielleicht so als kurze Antwort. Mhm. Danke, Nils, genau. Vielleicht noch in dem Zusammenhang die IFO-Umfrage von der Woche, die interessant war. Da geht es um Steueraufkommen von 6 Milliarden Euro für Deutschland aus der
Pillar 2, wenn alle von der Domestic Top-Up-Tax Gebrauch machen, dann schrumpft das zusammen auf 1,6. Also das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der man sich bewegt. Herr Borchmann, aber jetzt zur Frage der Übermittlung, weil da auch eine Frage kam, würden Sie auch für einen außereuropäischen Konzern, also mit einer Konzernspitze außerhalb Deutschlands, dann eine Übermittlungsmöglichkeit vorsehen? Oder konzentriert man sich jetzt mal auf Deutschland? Also natürlich konzentrieren wir uns im Moment auf Deutschland, aber wir haben natürlich auch in anderen Modulen die Möglichkeit, elektronische Erklärungen abzugeben. Und je nach Bedarf, ich nenne es mal einfach so, würden wir natürlich auch Schnittstellen in die anderen, insbesondere europäischen Mitgliedstaaten bereitstellen. Inwiefern außereuropäische Mitgliedstaaten elektronisch angebunden werden können und auch müssen, sagen wir es mal so, das würde ich gerne außen vor lassen, das müssen wir einfach abwarten. Vom Grundsatz her ist es so, je höher die Anfrage ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass wir das technisch umsetzen werden für die europäischen Mitgliedstaaten. Wir haben ja heute immer noch eine ganze Reihe an europäischen Mitgliedstaaten, die keine elektronische Übermittlung im klassischen Sinne einer Online-Schnittstelle bereitstellen. Teilweise haben wir fallbasierte Uploads, teilweise gibt es gar keine Möglichkeit, etwas elektronisch zu tun. Ja, das müssen wir einfach sehen. Okay, super, vielen Dank. Dann haben wir eine Frage bekommen, die jetzt in Richtung der Recapture Rule geht, wie denn DevTax jetzt bei der Umkehrung der 5-Jahres-Frist für die passiven latenten Steuern hilft, weil, wie der Herr Immer, der schon gesagt hat, das muss man im Endeffekt auf einer Item-by-Item-Basis ja dann schon mitgeben. Ich kann ja mal ganz kurz in das Ertragssteuermodul wechseln und wir schauen uns das mal an und gehen mal hier rein in das Jahr 2021. So, und was wir ja im Bereich der latenten Steuern tun, Sie sehen das hier ja im Menübaum, wir haben hier einmal die laufenden Steuern abgebildet, wir haben hier einmal die latenten Steuern abgebildet. Ja, wir haben ja bereits hier die Möglichkeit, die Fristigkeit der latenten Steuern auf einer, man sieht hier die sogenannte Clusterebene, die DevTax einsetzen, wissen, was das ist. Der Normalfall wäre die Konten- oder die Postenebene. Ja, wir haben hier eine Klassifikationsmöglichkeit und diese Klassifikationsmöglichkeit, die würden wir natürlich weiter ausbauen. Das heißt nicht nur eine Unterscheidung zwischen kurzfristig und langfristig vorsehen, sondern tatsächlich eben auch für die steuerbaren temporären Differenzen dann eine Unterscheidung vornehmen, wahrscheinlich sogar auch für alle Differenzen. Was wird sich innerhalb von 5 Jahren umkehren, was wird sich erst nach 5 Jahren umkehren. Und in dem Moment hätten wir in DevTax alle Informationen zur Verfügung, um letztendlich die Recapturing Rules auch auf Knopfdruck zu realisieren. Ja, okay. Ich hoffe, das reicht als Erklärung. Wenn nicht, können wir das gerne im Nachgang nochmal besprechen. Okay, super. Danke Ihnen. Dann haben wir eine Frage zu den Importmöglichkeiten bekommen. Da war jetzt die Frage, eigene Gesellschaft und kann ich auch für fremde Gesellschaften zum Beispiel als SAP importieren? Ja, das ist immer dann möglich, wenn es eine technische Verbindung zwischen der DevTax-Applikation und dem jeweiligen SAP-System gibt. DevTax wird bei vielen der Kunden, die DevTax einsetzen, auch bei uns im Rechenzentrum gehostet. In diesem Fall ist es in der Regel so, dass wir entweder über VPN-Tunnel oder über sogenannte Web-Services an die SAP-Router der jeweiligen Unternehmen rangehen, dann eine direkte Verbindung in das SAP-FI herstellen und Daten aus den SAP-FI-Systemen herausziehen. Wir haben auch heute hier im Kreis der Zuhörer einige Unternehmen, die sehr diversifizierte IT-Strukturen haben, wo auch nicht nur eine SAP-Instanz, sondern mehrere SAP-Instanzen oder auch mehrere unterschiedliche ERP-Systeme gleichzeitig im Einsatz sind. Und tatsächlich sind wir hier in Bezug auf die Schnittstellen sehr, sehr frei. Ja, wir können hier verschiedenste Schnittstellen anbinden. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Also wir sind im Bereich der Webservices unheimlich flexibel. Da muss auch nichts mehr programmiert werden im klassischen Sinn. Natürlich muss am Ende eine Konfiguration erfolgen, die vielleicht auch, ich sag mal, eine Zeile mitbringt, die ähnlich aussieht wie ein Code, aber wir ändern dadurch am Core von DevTax nicht eine Zeile. Super, das leitet, glaube ich, auch gleich über. Da war die Frage Anschluss von Navision oder Softmar. Also das würde ja dann in die gleiche Richtung gehen, oder? Exakt, ganz genau, ganz genau. Ja, genau, okay, gut. Dann hat man tatsächlich noch eine fachliche Frage zu Sondervermögen und konsolidierten Spezialfonds bekommen. Nils, ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort darauf. Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt gewisse Ausnahmeregelungen, gerade bei CTA-Strukturen für Pensionsfonds beispielsweise. Auch bei Versicherungen gibt es gewisse Ausnahmeregelungen. Da müssten wir tatsächlich aber jetzt etwas spezieller einsteigen. Insofern leider keine ganz pauschale Antwort darauf.
Genau. Dankeschön. Also wenn da noch Interesse ist, dann bitte gerne Genau. nochmal melden. Dann gab es die Frage, brauchen wir wieder an Sie, Datenübernahme aus anderen Modulen und wie ist das inklusive der Modifikationen, nämlich zum Beispiel die Umbewertung auf die 15% vorgesehen? Ja, also wie gesagt, ganz klar, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das Pillar 2-Modul ist jetzt hier als eigenständiges Modul dargestellt. Aber über unsere Systematik, die einige von Ihnen ja auch kennen, ist es problemlos möglich, die gesamte Funktionalität, und das wird in meinen Augen auch fast schon eine Art Standard werden, von Pillar 2 mit in den Ertragssteuerbereich der jeweils betroffenen Unternehmen aufzunehmen, dann direkt einen Datenaustausch innerhalb des Moduls über ein Mapping, ähnlich wie wir das heute in der E-Bilanz kennen oder in anderen Themen kennen, zu realisieren. Und insofern besteht diese Möglichkeit. Was die Umbewertung der latenten Steuern angeht, da bietet es sich natürlich an, weil es am Ende des Tages reine Mathematik ist, dass DevText diese Aufgabe übernimmt. Das gilt für eine ganze Reihe an Nebenrechnungen, die sich aus Pillar 2 ergeben, analog. Und nur da, dort, wo letztendlich, ich sag mal, DevText aufgrund von fehlenden Informationen einfach nicht rechnen kann, wird es notwendig sein, das außerhalb von DevText zu tun. Super, danke. Ne? Dann haben wir noch eine Live-Frage auch, Reporting der Basisdaten. Und fand ich jetzt aus praktischer Sicht interessant. Geht das also erstens mal auch für nicht konsolidierte Gesellschaften, muss das nach IFRS erfolgen oder kann man da Local Gap verwenden? Also für die nicht konsolidierten, muss ich da die IFRS-Zahlen mit reinziehen oder sind es die Local Gap-Daten? Kann ich tatsächlich nicht aus dem Stegreif beantworten. Ich würde davon ausgehen, dass Sie, also es gibt die Möglichkeit, es gibt Ausnahmeregelungen für diesen Fall, ja, insbesondere wenn es kleinere Gesellschaften sind, sodass auf dann, ich sage mal, das Local Gap dann abgestellt wird. Aber auch hier tatsächlich keine pauschale Antwort. Okay, gut. Vielleicht ergänzend von meiner Seite, ich Ja. würde erwarten, dass das ähnlich läuft wie beim CWCR, wo wir letztendlich ja genau das gleiche Thema haben. Ja, nicht konsolidierte Gesellschaften, müssen die jetzt nur wegen CWCR auf IFRS umstellen oder kann man aus Wesentlichkeitsgründen auf dieser Basis auf HB2-Daten, also auf den klassischen Einzelabschlussdaten aufbauen? Ja, das wird man sehen. Okay, gut. Dann vielleicht noch abschließend eine letzte Frage an den Andreas. Was gibt es an News zu Referentenentwurf zu Pillar 2? Weiß man da schon was, wann es kommt? Ja, wir haben gehört aus dem BMF informell, dass im Juni ein Referentenentwurf erwartet wird. Also das heißt, die deutsche Finanzverwaltung wird die Umsetzungsgesetzgebung vermutlich auch bis zum Jahresende abschließen. Okay, danke. Herr Borchmann, abschließend noch an Sie. Wenn man es jetzt vergleicht mit CBCR und DAG 6, wie ist die Komplexität da einzuschätzen von Pillar 2? Die mathematische Komplexität ist irgendwo zwischen CBCR und DRC6. Also da ist auch, glaube ich, das ist handelbar. Unser Problem ist im Moment, und diejenigen, die sich mit der Richtlinie oder auch mit dem OECD-Papier auseinandergesetzt haben, zumindest bis zur Kommentierung diese Woche, dass sie einfach, ich sage es ganz offen, aus IT-Sicht wirklich, wirklich schlecht geschrieben ist. Sie ist sehr ungenau geschrieben an vielen Dingen. An vielen Stellen muss man überlegen, ist das jetzt ein Plus, ist das ein Minus? Das geht nicht genau hervor. Wir haben keine Beispielrechnung. Da sind teilweise jetzt Beispielrechnungen gekommen. Und das macht uns natürlich die IT-technische Umsetzung an dieser Stelle im Moment schwer, weil wir selber interpretieren müssen, wie ergeben sich die Regeln. Klar kann man am Ende des Tages immer viel über ein Vorzeichen steuern, ob etwas addiert wird oder subtrahiert wird, aber hier wäre es natürlich sehr schön und sehr wünschenswert, wenn diese Regeln an dieser Stelle aus mathematischer Sicht weiter konkretisiert werden. Sehr gut, vielen Dank. Gut, dann würde ich mich bei allen bedanken. Wir haben leider die 10 Uhr auch schon erreicht. Es gab noch eine Frage, ob der Antrag auf Verschiebung positiv gehört wird. Also das hat der Kowalke am Anfang schon gesagt, dass es deutet alles darauf hin, dass es jetzt ab dem 01.01.24 kommt. Das heißt, der Anwendungsbereich dann der Richtlinie wird um ein Jahr verschoben. Das ist das, was wir mitgenommen haben. Ich danke Ihnen für das rege Interesse heute, auch die vielen Fragen, die gekommen sind. Bedanke mich bei den Vortragenden, organisatorisch noch an alle Zuhörer. Am 29.03. geht es ums Thema Umsatzsteuer in SAP, integriert mit der eCore-SARA-Lösung, ganz anderes Thema. Ich hoffe, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei sind und wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Herzlichen Dank an alle und einen schönen Tag noch. Wiedersehen.